angeschaut und die allerschönsten für euch rausgesucht. Und Freunde, damit herzlich willkommen zu Roblox Pastel Obby. Mein Name ist Easy Cheesy und ich würde sagen, let's go. Wir checken die Obby hier mal ab. Erstmal haben wir hier Regenbögen in Pastellfarben. Das ist mega hübsch. Und hier sind auch ganz viele andere Leute, die mit uns hüpfen wollen. Also gucken wir mal, wie schnell wir das hier schaffen. Der erste Checkpoint ist schon erreicht. Wir gehen durch einen Regenbogentunnel. Der ist ultra hübsch, Leute. Falls ihr nicht Obby spielen möchtet, ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, rosa ist meine Farbe. Let's go. Hier drüber. Und jetzt denke ich, es ist grün. Perfekt, das hat sehr gut funktioniert. Mach das hier nach, fall nicht runter, Kollege. Wir jumpen hier weiter über die kleinen Barrieren und da ist eine Regenbogentreppe, die wir hochgehen können. Oh mein Gott, vielleicht können wir von oben ein bisschen was sehen, wie die Obby hier so ist. Moin, alles klar bei euch, Mädels? Ich will mich nochmal umschauen hier. Wow, das sieht mega hübsch aus. Lasst uns weiter springen. Pastellfarben sind so ziemlich meine Lieblingsfarben. Wo darf man hier rein? No, man durfte nicht durch die Mitte gehen. Darf man orange lang gehen? Man darf orange lang gehen. Okay, perfekt. Pastellfarben sind so ziemlich meine Lieblingsfarben, Leute. Am liebsten mag ich hellblau, pastellblau quasi und ein pastellrosa. Finde ich mega schön. Habt ihr Lieblingspastellfarben? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wir haben einfach schon 9,6% der Obby geschafft. Jetzt sind sogar schon 10%. Und hier ist eine Regenbogenrutsche und wir dürfen nicht auf die leuchten. Oh mein Gott. Oh, das war so knapp. Okay, dieses Mal schaffen wir das. Aber wir warten nämlich jetzt einfach hier vorne, bis das Ding sich wegbewegt. Und kommen locker easy hier vorbei. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? An den Seiten oder quer durch? Ich weiß es nicht. Ich laufe mal hier an den Seiten einfach vorbei. Das scheint zu funktionieren. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Ah, die gehen weg. Was? Das? Wieder einer? Ich glaube, wir können einfach dran vorbeispringen. Dann funktioniert das hier schon. Yeah, sehr, sehr nice. All right. Eine neue Regenbogentreppe. Wir gehen rauf. Oh mein Gott, hier bewegt sich was. Aber das ist nicht eine der schwersten Obbys, die ich je gespielt habe. Leute, letztes Mal, wir haben zwei Obbys gespielt, die richtig hardcore waren. Die letzte könnt ihr auschecken. Die kam nämlich auf diesen Kanal hier. Das war nämlich eine No-Checkpoint-Obby. Und davor haben wir eine, wenn du anhältst, dann stirbst du Obby gespielt. Das war eine Obby, da durften wir nämlich einfach nicht anhalten. Hier können wir hochklettern. Ui, das sieht voll schön aus. Und? Hier nochmal hoch. Nice, nächste Stage. Wir sind schon Stage 18. Der Oktober hat gestartet und meine liebste Jahreszeit beginnt. Wobei ich weiß gar nicht, ob der Winter wirklich meine liebste Jahreszeit ist. Ich mag auch den Frühling sehr gerne und den Sommer. Aber ich freue mich gerade mega auf den Winter, weil ich mich einfach freue, wenn alles so verschneit ist. Geht euch das auch so? Freut ihr euch auch schon auf den Winter? Das wird einfach mega schön. Und ich hoffe, dass es richtig schneit. Hier ist jetzt so ein cooler Tunnel. Oh mein Gott, warte, was haben wir falsch gemacht? Ich glaube nicht auf das Weiß. Wir müssen hier rüber jumpen. Bam, okay, wir haben es geschafft. Hier können wir, glaube ich, einfach rüberlaufen. Hier sind einfach wieder solche bewegenden Dinger. Und wir haben die nächste Stage erreicht. Da hinten kommt eine riesige Rutsche, könnt ihr sie sehen. Wir müssen nur noch hier vorne durch. Und dann können wir bestimmt da runterrutschen. Ich freue mich. Let's go, wir können uns eine aussuchen. Ah, ich nehme die blaue Rutsche. Yeah, oh mein Gott, nein, ich hätte eine andere Farbe nehmen sollen. Okay, das war die falsche Wahl. Wir nehmen mal die mittlere Rutsche und hoffen, dass es funktioniert. Yes, Checkpoint erreicht. Und wir sind einmal gestorben. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja auch wieder hier. Eine Regenbogenstraße. Oh no. Da. Die gehen einfach weg. Man weiß gar nicht, wo die sind. Nice. Und hier ist so ein Regenbogen-Luftballon-Ding oder sowas. Das sieht voll cute aus. Da ist ein anderes Mädchen, die hat es auch schon so weit geschafft. Hi. Jetzt können wir hier an der Regenbogenwand hochspringen. Und hier vorne wartet eine weitere Regenbogenwand auf uns. Und bam, da sind wir drüber. Leute, das ist ehrlich eine der schönsten Obbys, die ich jemals gespielt habe. Die ist absolut cute. Lasst mal ein Like da, wenn euch die Obby hier auch gefällt. Wo sollen wir jetzt lang gehen? Soll ich auf die Dinger springen oder an den Seiten vorbeigehen? Ich glaube an den Seiten vorbei. Oh, das war ein Fehler. Scheinbar müssen wir auf diese komischen Knöpfe hier springen. Nächste Stage. Let's go. Das ist ja gar nicht so einfach hier. Die bewegen sich die ganze Zeit. Yeah, haben wir geschafft. Not bad. Die Obby ist auf jeden Fall auch was für Anfänger, weil die kann man wirklich als Anfänger ziemlich gut spielen. Wir sind jetzt noch nicht so oft gestorben. Und die anderen Obbys, die ich sonst spiele, diese weiß ist so richtig hardcore. Die gefällt mir richtig gut. Hier ist ein Turm, da müssen wir raufspringen. Und da sind wir oben. Wir sind quasi eine Etage weiter oben jetzt mittlerweile. Wo ist denn der Anfang? Könnt ihr den Anfang irgendwo sehen?
da vorne, da ganz hinten ist der Anfang. Da haben wir gestartet und wir sind da schon nach oben gekommen und dann wieder runter mit der Rutsche da hinten. Und jetzt sind wir hier. Wir nähern uns in großen Schritten den 50% der Obby. Also Leute, let's go, das werden wir schaffen. Hier einmal rüber jumpen und klettern. Oh mein Gott. Und wir sind drüben, 45% schon geschafft. Oder wartet mal, 48%. Wir sind Stage 45. Hä? Wo dürfen wir nicht hinspringen? Ich glaube nicht auf die lilanen und die roten Dinger hier. Bam! 49%. Und die Stage ist ein bisschen schwieriger, aber wir haben es auch geschafft. Und da oben kann ich schon das Ziel sehen. Seht ihr die Insel da oben? Das ist das Ziel dieser Obby. Da müssen wir hinkommen. Dazu müssen wir hier einmal noch komplett oben rumgehen. Und dann da hinten zum Ziel. Leute, ich würde sagen, wir haben hier gerade schon 50%, das heißt die Hälfte der Obby geschafft und gespielt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr die restlichen 50% der Obby noch sehen möchtet, dann könnt ihr das gerne auschecken. In der Videobeschreibung seht ihr den Link zum Game. Also viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.